Hallo Leute. Es ist was sehr Schreckliches in meinem Leben passiert. Dieses tragische Ereignis kann ich bis heute nicht verkraften. Es ist auch der traurige Grund, warum ich mehrere Wochen nicht da war. Immer wenn ich an diesen Tag denke, könnte ich zusammenbrechen. Ich werde euch aber die bittere Geschichte erzählen, meine harterlichen Freunde. Eines Tages voller Freude ging ich einen Weg entlang, bis auf einmal ein Mülleimer vor meinem Weg stand. Durch meine Konzentration der Meditation konnte ich es natürlich nicht sehen und fiel. Eine merkwürdige und total hässliche alte Quacksalbe namens Oma beobachtete mich wie der Teufel persönlich und antwortete: Du kriegst gleich einen auf die Fresse. Ich dachte mir dabei nichts, aber kurz darauf ahnte ich schon, dass sie das ernst meint. Doch dann schoss diese alte Frau mit einer Remington R700P auf mich und das nicht genug. Sie rannte mit einem Laserschwert auf mich zu. Ich musste handeln und beschloss auch zu kämpfen. Jetzt halt da mal die Schnauze. Ah. Ich wurde besiegt. Die dunklere Kreatur der Unterwelt hat gewonnen. Ich fiel dramatisch auf dem Boden. Die alte Oma klaute mir meine SD-Karte, in der all meine Nacktvideos zu sehen sind. Und sie legte sich auf meinem Körper, um ihre Stärke voll und ganz zu präsentieren. Ich war in der Hölle. Nach einer Stunde erblickte ich wieder das Licht der Laterne und erwachte aus meiner Ohnmacht. Die alte Hexe stand immer noch kampfbereit. Es wurde schlimmer. Die Kuh feuerte mit einer Sturmwaffe auf mich. Ich musste auf meine alte Schrotflinte zugreifen. Ich hatte keine andere Wahl. Trotz meinen Wunden kämpfte ich bis zum bitteren Ende, aber mein Körper gab schneller auf als ich dachte. Für mich schien jede Rettung zu spät. Ich hätte nur eine Kugel gebraucht, und ich wäre Geschichte. Doch man sollte die Hoffnung nie aufgeben. Aus unerklärlichen Gründen kam ein mysteriöser Kerl und rettete mein Leben. Wer war diese Person, die mir das Leben rettete? Gott oder ein Engel? Nein, er trägt Klebestreifen an seinen Nippeln. Es ist ein Homo. Gott sei Dank. Ich hatte eine Chance zu überleben und dieser alten Roller zu zeigen, wer hier der Boss ist. Die finale Schlacht ging weiter. Doch ich wurde getroffen. Ich überlebte diesen Angriff dank dem Humor, aber ich musste mehrere Wochen im Krankenhaus liegen. Aber eines Tages werde ich diese alte Oma wiedersehen und sie vernichten. Aber ich lasse sie erstmal weiter Ruhm existieren, da meine Wunden noch nicht ganz geheilt sind für einen neuen Kampf. Ach, was erzähle ich hier? Ich habe doch in Wirklichkeit nur Angst vor der alten. Bitte. Versucht nachzudenken.